Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Mit den Zweien hörst du besser. Heute wieder im Doppelpack, natürlich wieder mit eurem Mann für den Ohren aus München vom Neuen Hören, der Max Bauer. Und natürlich der Erik Gitter, a.k.a. Peter Lustig mit der Latzhose, seht ihr ja, und die weiße Krawatte. Grüß dich. Hi, Grüße. Darf ich dich fragen, wie es dir geht? Ja, klar, mir geht's gut. Freut mich. Ich habe zwar relativ wenig Social Media zur Zeit gemacht, aber dafür mehr Sport, deswegen geht's mir gut. Ja, ich beides nicht so. Aber ich das ein oder andere Video schon im Instagram ein bisschen wenig. Und gejoggt bin ich gestern auch, also ja. Läuft schon. Man kommt nicht drum rum. Ed muss, ja. Ja, Leute, wir haben jetzt auch, glaube ich, sicher sind wir überfällig mit dem Podcast, und wir haben uns aber deswegen was ganz Tolles für euch ausgedacht. Und zwar heißt die Sendung heute Unser Senf dazu. Und da haben wir uns jetzt jeder die neueste Zeitschrift vorgenommen. Einmal die Hörakustik, einmal die Audioinfos, gehen die Artikel durch und geben unseren Senf dazu. Ja, wobei man genau, dann seid ihr auch auf dem neuesten Stand. Genau, wobei man sagen muss, ich habe jetzt nicht jeden Artikel mir hier zur Gemüte geführt schon, aber ausgesucht nur. Ja, du in der Audioinfos, da hast du ja diese Fachartikel. Also das wird dann Bezahl-Podcast, wenn ich das jetzt hier zusammenfassen soll, ja. Da will ich dann Geld. Genau. Aber ich würde mal sagen, ich fange einfach mal an, und zwar mit der Einleitung hier in der Hörakustik. Da geht es um die EuHA dieses Jahr. Die soll wohl mit größter Wahrscheinlichkeit stattfinden. Allerdings habe ich gehört, dass die ab einem Inzidenzwert von 50 in Hannover wohl schon wieder abgeblasen werden soll. Ja, und ich glaube, wir haben 17 oder so da oben gerade. Ja. Also das ist die Zahl von vor 2, 3 Tagen. Also da sind wir doch mal sehr gespannt. Also ich freue mich wahnsinnig, wenn es klappt. Genau, aber ich bin da immer noch vorsichtig optimistisch. Wäre natürlich schade für die ganzen Aussteller. Da haben sie sehr viel geplant und sehr viel gebaut schon, nehme ich mal an. Und jetzt höre ich ihn, Erik. Nee, ich habe mich gerade stumm geschalten. Ah. Ich habe parallel mit meiner Frau korrespondiert. Ah, ja, okay. Ja, ja, nee, also genau. Ich bin mir da auch nicht sicher, ob das da was wird bei einer Inzidenz von 50. Das ist ja doch jetzt gerade... Aber vielleicht ändern sie das ja noch mit diesem Inzidenzwert, denn wollen sie eventuell gar nicht mehr. Hatten ja vor, das geplant. Gar nicht mehr verwenden. Aber gehst du hin? Ja. Ja, ich auch. Wenn es ist, gehe ich hin. Ich muss jetzt halt noch ein Hotelzimmer reservieren, habe mich nicht getraut, aber dann mache ich nämlich halt eins, was man wieder noch stornieren kann, ja, kurz richtig. Vorher. Richtig. Genau, du bist dran. Ich bin dran. Ja, also in meiner Zeitschrift war relativ viel CI dieses Mal das Thema. Ein ganz großes war der neue Baja 6 von Cochlea. Und du wirst lachen, aber den habe ich vor 2 Tagen auch selber angepasst. Also ich hatte eine Kundin. Nee, du machst Baja. Ja, naja, cool. Die Kundin, die verträgt nichts im Ohr. Da geht kein Weg dran, und deswegen haben wir gesagt, probieren wir das mal mit dem Baja und diesem Arc. Das ist der Brillenbügel verkehrt herum aufgesetzt. Ah, okay. Und mal gucken, was es sagt. Also es hat ganz gut geklappt, und vor allen Dingen, ich kenne noch die Baja 5, also die früheren Systeme, dieses 6 und das Max ist so klein, also wirklich mini klein und hat echt richtig gute Technik drin. Also ich bin gespannt, was rauskommt. Bisher, was ich angepasst habe, haben die Kunden meistens dann trotzdem klassisches Hörsystem genommen oder eben doch ein CI. Eine Bone Bridge, aber mal gucken. Ich probiere es immer mal. Ja, die Hoffnung stirbt. Spannend. Habe ich, glaube ich, erst einmal in meinem Leben gemacht. Hm. So eine Hörbrille durfte ich mal anpassen. Die hat super, der Kunde hat damals eine richtige Beule im Knochen gehabt, ja. Also der hat es schon sein Leben lang getragen, da hast richtig einen Finger reinstecken können. Nee, also wenn ich sowas machen will, dann am liebsten wirklich dann final mit der Schraube oder eben hier mit dem Magneten nachher, dass du von außen machst nichts machst. Selber mit der Spax, oder? Und mit der Ixo. Genau. So, kurz und schmerzlos. Ja, dann habe ich hier, Sonova kommt gut durch die Krise. Ach, ja, das habe ich auch gelesen. Ja, vielleicht hast ja du andere Zahlen, jetzt können wir mal vergleichen. Genau. Und zwar insgesamt verzeichnet die Gruppe zwar einen Umsatzrückgang um knapp 11%, das ist ja schon heftig eigentlich. Was, gell? Bei mir waren es nur 6,8% Umsatzrückgang. Ah, ja. Aber in Schweizer Franken. In Schweizer Franken. Ah, okay, aber dann ist das natürlich eine andere prozentuale Anteil. Konnte aber ihren Reingewinn um ein Fünftel auf 585,3 Millionen Schweizer Franken steigern. Mhm. Ich würde mal sagen, das ist doch ordentlich. Das ist ordentlich. Aber interessant, dass die Zahlen so abweichen. Ja, und was ich auch habe, die Mitarbeiter haben sie trotzdem abgebaut, ne? Mit 4,5%.
letztes Jahr. Es sollen aber größtenteils noch welche sein, die altersbedingt ausgeschieden sind, und aufgestockt haben sie ihre Forschung. Da haben sie auch einen Haufen Geld rein investiert, und zu Corona-Zeiten haben sie sogar auch staatliche Hilfe bekommen, und zwar 4,9 Millionen Schweizer Franken. Wie bitte? Ja, da weißt du, wo der gute Umsatz herkommt. Die haben staatliche Hilfe von 4,9 Millionen Schweizer Franken bekommen. Und die haben eine Prognose ausgestellt für 2021-2022 mit einem Umsatzgewinn von 28%. Also Leute, wenn ihr das hört, kauft Sonova-Aktien. Die haben sich positiv entwickelt, trotz Corona. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie die ausschaut, der Chart von der Sonova-Aktie. Reverse Head and Shoulder Pattern oder so. dann hat GN Resound eine neue hübsche Vertriebsaudiologin im Norden von Deutschland, die Kira Petersen. Ja, und genau. Was GN auch hat, ist die Forsa-Studie. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Die erste habe ich ja damals mitgemacht. Ja, da ging es noch um Konnektivität, glaube ich. Genau. Und jetzt geht es um die Akku-Geschichte, und wir machen mit dem Geschäft in Limbach mit. Peniche, Zwönitz haben wir jetzt, glaube ich, nicht. Also vielleicht melde ich mich noch an, aber bei der ersten haben wir mitgemacht, war allerdings mäßig die Interesse dran. Ich glaube, bei uns war mäßig, wäre noch euphemistisch. Also so viel ging da nicht. Ich kann ja nicht so schwarzmalerisch sein. Ja. Nein, nicht schwarz. Ich kann mich jetzt kaum noch dran erinnern. Also ich weiß, dass wir dabei waren, aber das war jetzt kein Umsatzbringer für uns. Aber die Idee ist okay. Also das ist kein Fronting gegen GN Resound. Nee, richtig. Ich finde die Idee super, ja. Und was vielleicht für dich jetzt auch mal interessant ist, weil du ja doch hier mit den Amerikanern, die jetzt zu dir kommen, und mit deinem Titel, die Ausschreibungen für den Smart Hearing Award für dieses Jahr sind wieder. Vielleicht solltest du dich da auch mal bewerben. Welcher Titel? Smart Hearing Award. Also, aber das hat ja nichts mit Marketing zu tun. Ja, doch, also ganz groß, halt ganz groß. Du sollst ja das Thema Hörgeräte, wie du die gut an den Mann bringst oder wie man gut verkauft. Und ich meine, das linear. Ja, das verrate ich doch nicht. Das weiß ja auch nur Risa und bis ins Detail. Na, weil ich habe mich ja mit dem Konzept hier, Peter Lustig. Nee, da gewinnen doch Hörakustiker, die Birkenstämme in ihren Laden stellen. Ja. Doch keine Leute mit einer Latzhose an. Na, oder einer, der ein YouTube-Video hochlädt. Na, es kommt drauf an, was du für Inhalt stellst. Ja? Also es sind gute Sachen mit dabei gewesen. Und geht ja letzten Endes darum, dass du das gute Hören in die Welt hinausbringst. Nicht, was du an Hörgeräten verkaufst. Das steht natürlich auch mit im Vordergrund, aber ist jetzt nicht die Nummer eins. Ja, ich überleg's mir mal, ob ich da Lust drauf habe. Ja. Vielleicht kommt's ja noch. Ich werde dieses Jahr nicht mitmachen, weil ich habe einfach zu wenig jetzt gemacht. Du bist noch beleidigt. Nein, ja, genau. Ich will nicht. Ja, was gibt's noch? Zwei Sachen, die sind ganz kurz abgefrühstückt. Einmal, Oticon hat einen neuen Award gewonnen, den Artificial Intelligence Award, für seine Moorhörsysteme. Das wird immer von einem, wie hieß das Ding, für die Best New Technology. Und zwar sind das nur Technologien, die tatsächlich schon angewandt werden können und die einem Endverbraucher sehr viel Nutzen bringen. Und die haben damit den Preis gewonnen. Und räumen, naja gut, neben dem obligatorischen Red Dot Award, den irgendwie jeder Hörgerätehersteller für seinen Zeug jedes bekommt. Ja, alles auf der ganzen Welt hat einen Red Dot Award. Und zweimal den CES Award haben sie jetzt nun auch den AI Award gewonnen mit ihrer künstlichen Intelligenz. Und sorry, aber das beeindruckt mich jetzt nicht so. Doch, mega. Senso ist 25 Jahre alt geworden. Hey, das feiern wir, würde ich sagen. Ja, das stand dort auch noch. Erzähl sehr du mal, cool, was hast ist du doch nett. Ich habe noch zwei. Ja, ich habe noch viel Unwichtiges und digitale Gehörtherapie. Hier Koi wird ja jetzt von den von Häuslers, von Sinfona vertrieben. Ist hier sogar eine Meldung wert. Finde ich durchaus interessant. Sind wir auch am Überlegen. Ja. Ich finde es, dass es das jetzt in Deutschland gibt, und es hat sich ja wirklich gut entwickelt. Da gibt es ja jetzt diese Kopfhörer, die du da um die Schultern hängst. Brauchst also kein Kästchen mehr auf den Tisch stellen. Ja. Finde ich nicht verkehrt. Kann man sich schon mal angucken. No.
Ja, Update für Menschen mit Hörbehinderungen. Also Made for iPhone, MFI-Hörsystemprogramm aktualisiert und unterstützt jetzt neue bidirektionale Hörsysteme, wodurch das freihändige Telefonieren und Führen von FaceTime-Gesprächen möglich sein wird. Das bedeutet, früher hast du ja bei MFI-Geräten nicht freihändig telefonieren können. Da musstest du ja immer in dein Handy reinquatschen. Genau. Und jetzt kannst du das in der Hosentasche stecken lassen. Das Ist schon finde ich nicht geplant, wann das schlecht. jetzt genau rauskommt, oder ist es schon draußen? Ein Datum finde ich jetzt hier nicht, aber ich glaube mit dem iOS 15 oder so, Okay. oder? Aber Das kommt bleiben wir im gleich mal September, glaube ich. bei Smart und Bluetooth-Verbindung. Bose, ja, mit seinen neuen Hörsystemen 2018, haben die das schon beantragt gehabt im Übrigen. Ja, mit den Sound Control Hearing Aids nennen die das Ganze. Diese Hörgeräte sind vorerst jetzt erstmal nur auf dem amerikanischen Markt geplant. Kannst du in 30 Minuten laut Bose einstellen, brauchst nur die App dazu, kein Audiologen, kein Arzt und vertreiben es erstmal nur in den USA, wollen aber wahrscheinlich dann auf den Markt noch weiter expandieren, allerdings dann mit Audiologen, weil das wohl in jetzt gerade hier Europa eben ein bisschen schwierig ist mit Heil- und Hilfsmittel direkt abgeben. Also spannende Geschichte. Auf jeden Werden wir Fall. mal beobachten, würde ich sagen. Bisher nur mit Batterie. Das war das Ende, wo ich so gesagt habe, puh. 4 Tage Ja, hält das. die bei 14 Stunden. Was ist Quatsch, es denn für eine? 312er oder 312er. was? Und was nicht ganz ohne ist, das Ding kostet $849. Also Ja, da kriegst du in Deutschland günstigere von der Krankenkasse. richtig, richtig. Und wenn ich mir jetzt mal so in den nächsten 1 oder 2 Jahre nachher vorausdenke, wie die Technik sich entwickelt, was dann das Kassengerät vielleicht schon hat, also da denke ich mal, wirst du mit einem Bose. Aber in dem Zusammenhang, wenn wir einmal bei Hearables sind, die Übernahme von Sennheiser hast du sicherlich auch mitbekommen, hä? Mit Sonova. Das, ja, das habe ich mitbekommen. Und da hat Sonova direkt schon gesagt, also wenn ist das der Einstieg in, was haben sie geschrieben, in neue Wachstumsmärkte mit Kopfhörern und Hearables. Ja. Genau. So, das war so für mich das Wichtige. Dann habe ich noch ein was, das ist eher was Persönliches, aber nichts Schlimmes. Ja, willst du es loswerden oder nicht? Erzähl du ruhig, sonst erzähle ich hier Okay. so einen Neue Monolog. Oticon-Kampagne habe ich hier. Und zwar gibt es auch wieder kein Fronting gegen Oticon, aber das fand ich so süß, das habe ich mir angestrichen. Hier, bla bla bla, ohne Hörse. Zusätzlich bietet Oticon eine Präsentationsmappe an, sowie eine Übersicht des Portfolios für Hörakustiker in Form einer Das haben wir alles Schreibtischunterlage. gekriegt. Das steht in der Hörakustik, dass ich eine Schreibtischunterlage kriege von Oticon. Das fand ich jetzt schon, das ist doch eine Erwähnung im Podcast Ja, wert, auf oder? jeden Fall. Das ist niedlich. Dann, ja, Aurik eröffnet die 100. Filiale in Deutschland. Naja, super, oder? Toll. Ist halt so. Ich freue mich. Was ganz interessant ist, was ich jetzt hier noch nicht erwähnt ist, habe die Melanie, wie heißt sie nochmal? Die Melanie Krüger vom Hörzentrum Oldenburg, Hörtech, die hat hier so einen Artikel über Höranstrengung geschrieben. Ich würde sagen, die laden wir auch mal ein, auch wenn die schon im Signia-Podcast war. Ja. Aber die würde ich gerne auch mal einladen. Ich finde die toll. Der Dirk Oetting gehört ja auch zu der Bande, den laden wir auch ein. Und ja, dann gibt es halt das Übliche, so Unitron und Ding. Ja, bei uns, also was mich jetzt noch bewegt hat, ist das Interview mit dem Andreas Jeckel. Das ist hier so im Osten das Urgestein. Der war 30 Jahre bei Phonak im Außendienst tätig. Muss ich mal Ja. geben, 30 Jahre. Der hat angefangen mit dem, wie heißt es gleich, mit dem Atlas auf dem Schoß und einer Telefonkarte. 94. Ne? Geil. Das ist der gute Herr. Und warum ich im Speziellen so das sage, ist, er war halt mein Kollege. Also mit ihm zusammen habe ich ja mit Phonak das Gebiet vertreten und der war halt wirklich immer super. Und seine Vergleiche halt, ne? Das geht dann ab wie eine Rakete und immer Witz auf Lager gehabt. Also der hat wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen, gerade auch hier in der Region und den kennt halt auch Und der jeder. ist in Rente oder Ja, was? das ist ein Nee. Rentner. Bei 30, also muss Ah. er bei 30 Jahre bei der gleichen Firma in der gleichen Position. Ja, also der war hier im Osten halt bekannt, ne? Wenn du da irgendwie Scheint was hattest. Spaß gemacht zu Ja, haben. auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall auch lesenswert, das Interview. Ich bin nicht der Interviewleser. Normalerweise überblättere ich das immer. Ja? Aber da, Okay. allein schon, weil ich halt einen persönlichen Bezug dazu habe, aber eben auch, weil es wirklich witzig geschrieben war.
Ja, dann geht es bei mir wieder weiter und zwar geht es hier um GEAS, Sonova Retail. Wie geht es nach Corona weiter, ist die Überschrift. Und ich finde das Interview, was du wahrscheinlich entweder übersprungen hättest, mit Andreas Wie kommst du nur drauf? Schmidt-Lechner, Geschäftsführer von Sonova Retail GmbH, nicht schlecht. Interessante Geschichte, also wie die das so überstanden haben, was sie für die Zukunft planen. Und da habe ich mal was unterstrichen. Schon heute verfügen wir über das bundesweit dichteste Netz an audiologischen Fachgeschäften. Entsprechend unserer Strategie werden wir diese auch durch Zukäufe weiter kontinuierlich ausbauen. Also die wollen tatsächlich auch noch weiter Hatten wir wachsen. jetzt auch erst einen Anruf wieder drauf von denen? Ja. Und nicht zuletzt intensivieren wir auch unsere digitalen Aktivitäten. Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie unverzichtbar dieses Standbein ist. Copy und Pastenberg. Ja, also mal schauen, was ich bin da gespannt, was er da genau damit meint. Aber ich finde es erstmal interessant. Also ich werde auch mal schauen, was ich da so mitkriege, digital bei Sonova, was sich da so tut. Und hier, denn das war es nicht. Ja, und dann geht es hier um dieses GEAS World of Hearing, also in Münster da. Das haben Das wir Ding uns ist ja jetzt auch im schon, sieht ja Internet. schon richtig gut Oh, aus. also ich muss sagen, ich Das ist muss schon da cool. hin. Ich gehe da als Touristin und schaue mir diesen Laden an. Passt dir Also einfach schon mal ein Hörgerät ich vorher finde, an. jeder, der, also kann ja mal auf YouTube einfach mal World of Hearing GEAS eingeben und da durchfliegen sozusagen mit der Kamera. Und ich meine, ich bin schwer beeindruckt, ja. Also mit gerade von diesem Hörkino da oder was, ja. Hörerlebnisraum. Herzstück der GEAS World of Hearing ist der Hörerlebnisraum. Und den ganzen Touch-Bildschirmen und so, auch so auf dem Tisch. Also das ist schon beeindruckend. Und ich denke, da wird es in den nächsten Jahren immer mehr davon geben in Großstädten. Ich wollte gerade und die sagen, wollen es halt das auch ist immer in die Fußgängerzone bauen, ja. eine schöne Sache für Großstädte. Kannst du das echt gut umsetzen? Und ich meine, da ist es, also ich glaube, dass die das damit schaffen werden, dass die Leute einfach mal reingehen und sagen, wow, es sind ja coole Hörgeräte, kaufe ich einfach nur, weil der Laden so cool ist, ja. Genau. Und was habe ich mir noch? Herzstück ist der Hörerlebnisraum, genau. Eine Hightech-Hörkabine, die einem privaten Kinosaal für zwei Personen gleicht. Und ich glaube, das ist nicht übertrieben, also wenn man sich das anschaut. An digitalen LED-Screens erfährt man nach dem sogenannten Lift- und Learn-System mehr über moderne Hörsysteme. Touchscreens ermöglichen den Kunden per Konfigurator das für sie passende Hörgerät zu finden. Da kannst du halt so lange, bis mal jemand kommt und dich bedient, kannst dich halt schon mal so durchdrücken. Durchklicken, ja. Ist so, glaube ich, ein bisschen wie bei McDonald's. Das Bestellen auf den Bildschirmen da. Erleben und Ausprobieren steht also im absoluten Fokus der World of Hearing. Und ich glaube, das schaffen sie auch. Ja. Von da aus werden wir weiter expandieren und zügig neue Flagship-Stores in die urbanen Zentren der deutschen Großstädte bringen. Also die wollen da schon weiter Gas geben. Ja. Ja, wenn das gut Also funktioniert, das warum kostet nicht? ja ein Ne? Vermögen. Also Ja, ich schätze mal, da wenn du das bis Ding siehst. Ne? 600.000 bis 1 Million Euro, bis du das Ganze ist ja über drei Stockwerke. Bis du das erstmal alles so schön gemacht hast, Richtig. und dann hast du da 4 oder 5 Anpassräume natürlich, ja. Die müssen, also damit sich das von der Miete und den Mitarbeitern rentiert, dann müssen die auch voll sein, die Räume, ja. Richtig. Und dann sagt er hier noch, die Zukunft liegt in einem attraktiven Omnichannel-Angebot, das die Bedürfnisse der Kunden in ihrer jeweiligen Lebenssituation zu jedem Zeitpunkt berücksichtigt und ihnen unterschiedlicher Kanäle zur Verfügung stellt. Als Marktführer wissen wir, diesen Trend maßgeblich mitzugestalten und investieren daher intensiv in die Digitalisierung. Also das beobachte ich auch gerne weiter. Und dann schau mal. Zu unseren umfangreichen Leistungen in den Fachgeschäften bieten wir mittlerweile auch einen Remote Support Service für Bestandskunden. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, inwieweit die das tatsächlich schon so aufgebaut haben. Wer macht denn das da? Der Mitarbeiter bei GEAS, der eh nur 2,5 Tage da ist? Oder wird das zentral gemacht? Also, das würde mich mal interessieren. Wenn das jemand weiß, kann das ja uns mal schreiben. Also, 750 Fachgeschäfte haben sie jetzt schon mittlerweile. Es ist schon eine Hausnummer. Und bei knapp 10% aller aktuellen Standorte wird die GEAS-Gehörtherapie bereits erfolgreich eingesetzt. Ich dachte, das wäre schon fast Ich überall, habe auch ehrlich gedacht, dass gesagt. sie das direkt übernommen haben, aber wahrscheinlich konnte So. noch nicht so viele Gerätschaften besorgt werden.
Ja, bei 750 Stau Filialen, in China, also, ja. Das musst du erstmal alles ranbringen. Ja, die musst du ja auch erstmal anlernen, ja, die Leute. Ja. 25 Jahre BIC, direkt gesund, die Kasse für Hörakustik. Ich glaube, das ist jetzt nicht so Arbeitsrecht. Ja. Ja, digitales Lernen. Ja, beste Voraussetzung für den Durchstart. Also der Jochen Meuser, der geht schon wieder. Ja. Ich dachte, der wäre gerade erst gekommen. Der war auch nicht lange da. Bei also, G&R Sound. Ich fand den gut, der war auch nicht lange da. Ne? Da kommt jetzt der Herr Christian Lücke. Macht einen ganz sympathischen Eindruck, so was er so sagt und auf dem Foto. Ja, gut, er wird schon seinen Grund dafür haben. Mhm. Irgendwie am Ende vom Interview steht, dass er da, ich glaube, der geht mehr so in die Beratung, auch in der Hörgerätebranche. Er hört sich eher so nach Selbstständigkeit an. Mhm. Genau. Dann Produktlaunch, Hansaton und Unitron. Ja, ich auch, das, naja, Moxi Blue. Genau. Hier, Hörgerät aus 3D-Drucker, das ist geil. Mhm. Da hat sich ein Amerikaner, war das auch im Audio-Info? Nee, Audio-Info. Hat sich dem sein Gehörgang fällt immer zu irgendwie. Wo steht das hier? Schallleitungsschwierigkeit mit Knorpelkollaps verhindert, dass der Schall den der hat sich einen Strohhalm in den Gehörgang gesteckt und erweitert so weitet zu seinen Gehörgang, dass er wieder was hört. Und jetzt hat der gemeinsam mit Experten einer medizinischen Einrichtung des VA, also diese Veteranenzeugs halt, ja, entwickelte er ein von Strohhalm inspiriertes, passgenaues Hörgerät, das hauptsächlich aus einem Stand besteht, der den kollabierten Gehörgang wieder öffnet. Das VA druckte das Hörgerät in einem 3D-Drucker. Wie cool, oder? So einfach geht's, ja. Hörgerät light, würde ich sagen. Da, ne? Da brauchst du keine Schraube im Knochen, richtig. Da machst du dir einen Strohhalm rein. So, Lautheiten und Frequenzgruppen. Ich glaube, der ist von Ulrich Vogt. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn der schon in jeder 10. Ausgabe schon drin war und man nimmt den halt immer mal wieder, ja. Sau cool, Hulk trägt ein Cochlea-Implantat. Ich habe ja sehr gerne einen Arnie und den Lou Ferrigno bei Pumping Iron mir angeschaut. Ja. Und er hat es ja nie geschafft, ihn zu besiegen, der Lou, den Arnold. Und den alten Hulk-Film, weiß ich gar nicht, gab es die? Weiß ich nicht, einen auf jeden Fall. Da haben sie ihn grün angemalt. Ja. Er war ja schwerhörig als Kind und jetzt war nie zufrieden mit den Hörgeräten und jetzt hat er sich ein CI machen lassen und ist mega happy. Ich kenne tatsächlich nur von King of Queens. Ja, da war einmal, oder? da war er noch ganz gut koffrig beieinander, richtig. Gell? So, ja, und dann kommt, wer alles Hörgeräteakustiker sucht. Und das ist, glaube ich, der Abschnitt ist genauso dick wie der vordere Teil der Zeitung. Ja, die Branche hat es nicht so stark betroffen von Corona, hat man das Gefühl. Ja, jetzt jammern schon wieder manche. Das bleibt nie aus. Das deutschen liebstes Kind ist das Jammern. Ist das Jammern, ja. Ja. Ja, gut. Folge 20 Minuten, 23 Minuten ist doch super. Ja, knapp. Länger und wollen wir die Leute doch nicht quälen. Nee, was heißt quälen? Wir quälen die Leute nicht. Aber ich finde, das könnte man ja jetzt jeden Monat machen. Ja, mal so wenigstens kleines, Ende Folge mal mit den. So ein News. Kleines Update. Ja. Genau. Und wer weiß, vielleicht kommt ja noch eine dritte Zeitung dazu. Ich weiß von nichts. Ich auch nicht. Also Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann tut uns den Gefallen und bewertet uns sehr gerne. Entweder wenn ihr euch das auf YouTube anschaut, gerne hier unten den Daumen nach oben drücken, abonniert unsere beiden Kanäle. Wenn ihr es euch anhört, dann gerne bei eurem favorisierten Podcast-Dienst. Schreibt uns auch sehr gerne einen Kommentar. Da helft ihr uns auf jeden Fall beim Logarithmus weiter nach oben zu klettern. Das wäre sehr nett. Dann kriegen das mehr Leute mit, dass wir Audiologie-Podcasts senden. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode. Wenn ihr im Auto unterwegs seid, dann gute Fahrt. Ansonsten schönen Tag. Und Erik, ja. Ich würde sagen, danke dir. Ja, gerne. Seit langem mal wieder, Mensch. Das muss jetzt wieder häufiger passieren. Das war doch, ich habe mich schon sehr gefreut, aber irgendwie haben wir es nicht hingekriegt. Ja. Aber jetzt sind wir wieder da. Ab sofort geht's wieder los.
Season 3 ist eröffnet. Season 3 ist eröffnet, genau. Und wir haben auf jeden Fall zwei, drei coole Folgen, haben wir schon geplant. Und mit netten Gästen wieder. Und da könnt ihr euch freuen. Ja. In genau, dem Sinne. Willst du noch was sagen? Nee, in dem Sinne sage ich, macht's gut, wir hören uns. Ciao.